Deutschland finanziert! Israel bombardiert!
Gaza! Vorbeilaufen, eine Erinnerung, dass seit 100 Tagen gibt es kein sauberes Trinkwasser, kein Essen für die Gazaner mehr. Die Leute verhungern und sterben auch vor Hunger. Deswegen sagen wir, kein Wasser, kein Brot! Kein Wasser, kein Brot! Gaza, Gaza ist in Not! Gaza, Gaza ist in Not! Kein Wasser, kein Brot! Kein Wasser, kein Brot! Palestine will never die!
Palestine will be free. Deutsche Waffen, deutsches Geld! Five, six, seven, eight.
Israel Apartheid State! Israel Apartheid State! Ceasefire now! Ceasefire! Ein toller Tag mit euch, ein toller Tag des Gedenkens und der Stärke für die Menschen in Gaza. Vielen Dank euch allen. Heute ist der 100. Tag des Genozids in Gaza. Der 100. Tag. 100 Tage Ermordung von Menschen, Ermordung von Kindern, von Frauen, von Männern, von Älteren. 100 Tage Vertreibung von fast 2 Millionen Menschen auf kleinstem Raum. 100 Tage Bombardierung von zivilen Gebäuden, von Krankenhäusern, von Moscheen, von Kirchen,
von Schulen, von Universitäten, von Wohngebäuden. 100 Tage kein Zugang zu Essen, kein Zugang zu Wasser, kein Zugang zu sanitären Einrichtungen, kein Zugang zu medizinischer Versorgung. 100 Tage für uns alle, aber vor allen Dingen natürlich auch für die Menschen in Gaza. Trauer, Trauer und Tränen, Wut, Schock, Entsetzen. Die Bilder werden wir niemals vergessen. Wir werden das niemals vergessen können, was die letzten 100 Tage passiert ist. Wir werden niemals die Namen und die Gesichter der Menschen vergessen, die ihr vorhin als Namen ausgerollt gesehen habt, hier auf dem Odeonsplatz. Wir werden euch nicht vergessen. Wir werden diese 30.000 Menschen niemals vergessen. Aber nach 100 Tagen habe ich auch ein Gefühl, ein anderes Gefühl, nämlich das Gefühl, dass Frieden und Freiheit für Palästina nicht mehr fern ist. Wir sind nicht mehr weit. Mein Gefühl hat damit zu tun, dass an unsere Brüder und Schwestern aus Südafrika sich mit uns und unserem Freiheitskampf verbunden fühlen. Wir werden Ihre Anklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof niemals vergessen. Danke, Südafrika! Thank you, Südafrika! Das ist gelebte Solidarität und keine leeren Worte, wie die Worte der arabischen Regierung aus Jordanien, aus Saudi-Arabien, aus Bahrain. Ihr seid Verräter, die einzigen Helden sind, Helden, die Taten sprechen lassen, wie die Taten der südafrikanischen Regierung und der südafrikanischen Bevölkerung. Diese Woche waren wir für uns alle in Den Haag. Es war ein bewegendes Erlebnis, dabei zu sein, was passiert, wenn die komplette Palästina-Solidarität aus ganz Europa zusammenkommt. Es hat gezeigt, dass wir stark sind. Dass wir stark sind, wenn wir organisiert sind. Dass wir stark sind, wenn wir koordiniert sind. Also, das ist ein Tag des Trauers heute, aber es ist auch ein Tag der Stärke. Vergesst das nicht. Aber vergesst nicht, ein positives Urteil des Internationalen Gerichtshofs heißt nicht das Ende der israelischen Apartheid und Besatzung. Wir haben gestern erst wieder feststellen müssen, dass Deutschland, das Land, in dem wir hier leben, dass Deutschland bedingungslose Unterstützung für den israelischen Terrorismus an den Palästinensern und Palästinensern keine Grenzen kennt. Sie unterstützen Apartheid, Terrorismus und Besatzung seit 75 Jahren. Es ist daher unsere Aufgabe, die Aufgabe von allen, die wir stehen, von allen aus ganz Deutschland, diese Mittäter der deutschen Regierung und alle anderen Mittäter in Deutschland zur Rechenschaft zu ziehen. Sie haben ihre wahre Seite gezeigt. Die Masken sind gefallen. Sie stehen auf der Seite von 75 Jahre Apartheid und Besatzung und jetzt auch auf Seiten des Genozids in Gaza. Deutlicher wird es nicht. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass Sie dafür bestraft werden. Durch die Justiz. Sie werden alle nicht entkommen. Weder Scholz, noch Baerbock, noch Habeck, noch alle anderen dieser Regierung, noch Söder hier in Bayern. Sie werden alle bestraft. Mein Gefühl, dass wir nicht mehr weit weg sind von Frieden und Freiheit für Palästina, hat auch mit dem Jemen zu tun. Eins der ärmsten Länder dieser Welt stellt sich
gegen eine Koalition der mächtigsten Länder dieser Welt. Und für wen? Für Palästina. Die Solidarität gilt somit auch natürlich dem jemenitischen Volk und jeglichen Widerstand gegen Imperialismus. Es ist an der Zeit, den westlichen Imperialismus zu beenden. Jemen an der Spitze, zusammen mit Südafrika und Palästina. Und eins dürfen wir bei dem Ganzen nicht vergessen. So wie Nelson Mandela das damals schon zu uns gesagt hat, über uns gesagt hat, über Palästina. Die Freiheit der Südafrikaner ist nichts wert, bis die Freiheit für die Palästinenser nicht erreicht worden ist. Das Gleiche gilt auch für alle unterdrückten Völker dieser Welt. Unsere Freiheit, die Freiheit der Palästinenser, ist erst erreicht, wenn die Freiheit für alle unterdrückten Völker dieser Welt erreicht wird. Nicht vergessen! Aber mein Gefühl der baldigen Freiheit hat zuletzt natürlich auch damit zu tun, mit euch, die ihr hier alle steht, mit eurer Standhaftigkeit, dass ihr heute trotzdem bei minus 5 Grad hier mit uns marschiert seid. Ihr seid die wahren Helden von München, ihr seid die wahren Helden und Heldinnen von Deutschland. Vielen Dank für alles, was ihr die letzten 100 Tage getan habt, dass ihr gesprochen habt, dass ihr nicht ruhig wart, dass ihr laut wart. Also, das alles war es viel wert, aber es ist nicht zu Ende. Hört nicht auf, bis ganz Palästina befreit ist. Hört nicht auf damit. Jetzt ist es wichtiger denn je, laut zu sein. Jetzt ist es wichtiger denn je, aufzuklären. Jetzt ist es wichtiger denn je, informiert zu sein und gegen diesen Mittäterstaat Deutschlands vorzugehen und genauso gegen den Apartheidstaat Israel vorzugehen. Wir sind es den Menschen in Gaza, aber genauso auch den Menschen... Hey. Wir sind es, bleibt hier. Wir sind es den Menschen in Gaza, aber auch den Menschen im Westjordanland, es schuldig, dass wir weiter für sie kämpfen, dass wir weiter für sie sprechen. Die israelische Apartheid und Besatzung wird fallen. Hallo, die israelische Apartheid und Besatzung wird fallen. Wir werden das alle erleben. Also lasst euch nicht einreden, dass dieser Tag nicht kommen wird. Wir sind nicht mehr fern. Umso aktiver wir alle sind, umso aktiver wir alle zusammenarbeiten, umso mehr Menschen wir sind, umso schneller wird es gehen. Haltet an dem Glauben fest und lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt laut und kämpft weiter. Für Palästina, für Gaza und für uns alle. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Ceasefire now! 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 Auch in unserem Namen von uns allen nochmal vielen, vielen Dank. Wir sind alle dafür beteiligt, für diesen heutigen Tag, der so gut gelaufen ist. Vielen Dank dafür. Und wir werden nicht schweigen. Wir sind jetzt schon gespannt, was morgen in den Zeitungen stehen wird. Ob wieder irgendwie Tausende von Antisemiten auf die Straße gehen oder was weiß ich was. Aber das ist uns scheißegal. Wir sind keine Antisemiten. Wir wollen nur unsere Freiheit und unseren Frieden. Und das steht uns auch zu.
Deswegen in diesem Sinne, free, free Palestine. Nächsten Samstag wird es 2 Demonstrationen geben, die bereits angemeldet sind, falls ihr dort in der Nähe seid. Eine davon ist in Innsbruck am 20.01. wie gesagt um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Landhausplatz in Innsbruck. Und in Landshut am Hauptbahnhof startet auch um 14 Uhr am 20.01. eine Demonstration, die auch bereits angemeldet ist. Falls ihr in der Nähe seid und gerne auch dort wieder was für Palästina tun möchtet, geht gerne dorthin. Ob wir hier in München eine machen werden, ist noch unklar. Das ist noch in Planung, aber da werden wir euch früh genug informieren. Und folgt am besten der Palästina spricht Seite auf Instagram, da kriegt ihr alle Aktionen mit. Und es gibt auch WhatsApp-Gruppen, denen ihr gerne beitreten könnt. Geht dazu gerne auf die Ordner zu oder auf uns jetzt im Anschluss der Demonstration. Und als letztes noch, wir sammeln auch heute wieder Spenden, einmal für Gaza und einmal für unsere Aktivitäten hier in München. Wir sind natürlich auf euch angewiesen, um das alles auf die Beine zu stellen. Wenn ihr hier gleich rechts von euch ans Auto kommt, um zu spenden, sagt bitte ganz konkret dazu, ob ihr für Gaza spenden möchtet oder für die Aktivitäten in München oder das irgendwie splitten möchtet. Vielen Dank euch, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und wir werden nicht schweigen, bis Palästina, wie es Amir so schön gesagt hat, komplett befreit ist. Danke. Yeah.